Moin, ihr Bagaluten. Guckt mal, Alice hat ein bisschen Spaß. Es ist Folge 28 von ihr. Und ja, wir sind hier quasi in diesem Raum. Ich habe das Gefühl, wir werden gestalkt. Und gleich gefressen. Der erinnert mich so ein bisschen, oder die beiden erinnern mich so ein bisschen an Attack of Titan. Vielleicht wisst ihr das, ich gucke ja auch gerne immer mal wieder ein paar Animes und Attack of Titan, oder Attack on Titan, Entschuldigung, war schon ganz cool. Kann ich nur empfehlen. Und ich gehe durch Bilder. Voll normal. Uhrwerkbombe und Teekanone. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Das ist ja witzig. Alice wird zum 2D-Sidescroller-Jump'n'Run. Nice! Oh, wie cool! Whoop. Jetzt sieht man mal, wie groß sie eigentlich wird. Sie schrumpft sich nur um die Hälfte hier drauf. Oh, guck mal! Und die Sachen funktionieren! Das ist ja nice! Schön! Endlich funktioniert hier mal was! Wir eine Stampfattacke haben. Oh! So close. Vielleicht will ich doch keine Stampfattacke haben. Ich habe mich gerade umentschieden. Ja? Man weiß das ja nicht. Das ist cool. Das ist witzig. Ich mag den Zeichenstil total gerne. Zeichenstil, ich finde ihn super. So. Schön. Sehr gut. Nochmal, noch weiter. Ich möchte das noch weitermachen. Ich möchte das bitte die ganze Folge haben. Das wird es wahrscheinlich nie sein. Oh Gott. Ja, voller Konzentration. Ich finde das super. So, es ist Montag für euch. Für mich ist Dienstag. What the fuck? Hallo? Irgendwie ein bisschen merkartig, Vogel? Das ist gar kein Vogel. Okay, jetzt werde ich hier warten müssen, bis der runter ist. Nicht schneller runterfallen. Ah. Komm schon, ich hab das doch noch gar nicht berührt. Wupp, wupp. Der labert doch Mist wieder, tut er doch. Warum komme ich hier jetzt nicht hoch? Achso, weil der zur Abwechslung mal... Oh! Ich kann mich aber nicht porten. Ist da unten? Ich würde gerne wissen, ob da unten was ist. Außer mein Tod. Ich fürchte, da unten ist nichts. Oder eventuell vielleicht doch. Komm ich da hin? Ja, haha. Nice. Hat er sich gedacht. Hat er sich gedacht, irgendwo muss hier noch so ein Secret sein. Pfirsich aufsammeln. Yay, für einen Zahn. Oh, warte mal. 698, ich glaube für 700 können wir das Pferdchen wieder geiler machen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 700 waren das. Haben wir was? Dass man hier nicht hoch oder runter gucken kann, ist schade. Würde mir gerne ein bisschen mehr von der Welt ansehen hier. Das ist cool. Das ist schön, das macht Spaß. Waffen kann ich hier aber nicht benutzen. Ah, komme ich da vielleicht hoch? Nee, leider nicht. Komme ich da noch hoch? Nein.
Jetzt komme ich da hoch. So, da ist nichts. Ach, das ist schön. Finde ich super. Total cool. Und du? Ja. Wäre aber nicht, dass ich hier jetzt... Ich werde wahrscheinlich wieder runter müssen, oder? Oder ich werde auf jeden Fall runter wollen. Ja, pass auf, ich gehe jetzt erstmal runter. Hoch. Oder geht das hier weiter? Ich glaube, das geht da weiter. Ja, da wird das bestimmt weitergehen. Dann hüpfe ich doch nochmal kurz hier hoch. War mir jetzt nicht sicher. Weiter bitte. Alice, komm schon. Jetzt eigentlich so zimp... Ja, hab ich was gesehen? Hab ich was gesehen? Yay, Goldzahn, 15. Hier? Ja. Noch weiter hoch? Ja. Oh. Ich drehe hier schon seit Stunden und fahre so meine Runden. Oder so. Ah. Na. Stopp, hier war der. Noch eine Runde. Jetzt die Frage, ob das jetzt auch so richtig ist. Das ist geil gemacht. Also solche kunstvollen Spiele finde ich toll. Ich habe da ein anderes noch gesehen. Oder beziehungsweise ein paar andere, welche ich auch... Ja, nee, warte mal. Ach, das ist doch jetzt kacke Arsch. Ich werde hier weiter müssen. Hier ist der Weg, wie ich weiterkomme. Ja, warte mal. Nee, tut mir leid. Ich werde mal hier runterhüpfen. Hier stirbt man. Es tut mir leid, aber manchmal weiß man eben nicht, in welche Richtung man genau soll. So, aber hier wird nämlich definitiv jetzt irgendwas sein. Ja, ja, siehst du? Hat er sich gedacht. Hat er sich gedacht. Und hier jetzt? Ach, ab hier wäre sogar tatsächlich Ende. Okay. Gut, gut. Ja, dann hätten wir hier von Anfang an, dann wäre das gar nicht so... Komm schon, so fett bist du jetzt auch nicht. Stell dich nicht an. Aber das kriegen wir jetzt schnell hin hier. Ne? Ja, ich habe eben gerade einen Kommentar gelesen. Also für mich ist es ja Dienstag, der, welcher ist denn, der 20. Genau, um Mittwoch, der 21.10.2015. Morgen soll Marty McFly landen. Haha! Bin ja mal gespannt. Oh. So. Bin ja gespannt. Wo sind die fliegenden Autos? Wo sind die fucking Schuhe? Ich habe da ein witziges Video von College Humor gesehen. Wie die das halt gezeigt haben, so wie es wäre, wenn Marty McFly jetzt hier landen würde. Er würde von einem Hipster-Biff gekillt werden, nicht gekillt, doch ziemlich vermöbelt werden. Und nicht mit dem Hoverbot fliehen, sondern mit diesen Rocket Skates oder wie die da heißen. PewDiePie ist darauf auch schon rumgefahren. Das sind solche, was sind denn das? Das sind solche beiden Platten, das stellt sich mit den Füßen drauf. Und dann sind da links und rechts, und ich glaube in der Mitte auch. Was ist hier denn los? Der vibriert irgendwie. Okay. Solche Räder, und indem du dich vor oder zurück bewegst, oder halt so kannst du dich vor und zurück bewegen, indem du einen mehr machst, da drehst du dich dann mehr in die Richtung, könntest dich auch im Kreis drehen und was nicht noch. Naja, damit versucht er abzuhauen und irgendwie klappt das nicht. Im Zustand der Hysterie lassen sich Feinde schneller besiegen, sie lassen dann allerdings keine Zähne zurück. Das ist schade. Okay. Bild sieht ganz anders aus hier. Hm. Okay. Ja. So ist denn das. So ist denn das. So ist denn das. Und so. Katze! Bitte, Katze. Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Anderssein. Da hatte ich neulich auch schon wieder so eine Diskussion. Ey, hab was gesehen. Schwein. Hallo, da ist ein Schwein.
Was ist denn heute schon bitte anders sein? Heute ist jeder anders. Und nicht nur heute, jeder ist anders. Aber was ist denn jetzt, was ist anders? Na, nochmal das nächste Ding. Was ist anders? Ist es einfach nur, dass man gestört ist, dass man doof ist? Oder dass jeder seine eigene Persönlichkeit hat? Was ganz Neues. Ich bin anders. Ich habe meine eigene Persönlichkeit. Ah, die Schnauze. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Hä? Spacken. Dieses, ich bin Pseudo-Alternativ. Nur alternativ, ich versuche alternativ zu sein, nur damit ich halt mich irgendwie von anderen abhebe. Was total schwachsinnig ist. Mensch, Leute. Also, es sind Gott sei Dank nicht alle so. Viele Leute haben ja Gott sei Dank ihr Ding auch schon gefunden, aber, ne, ihren Charakter und das... Ich glaube, diese Dinger darf ich nicht berühren. Hat er sich gedacht. Ja, genau. What? Ich wollte eigentlich mich schützen. Abgeknallt. So. Ihr spielt Call of Duty? Alter, spiel mal Alice. Mit fucking Samurai-Bogenschützen. Shooter King 13.000. Shooter King 2003. Solche Leute, echt. Aber halt genauso auch wie dieses Video. Einmal kurz zurück. Wie dieses vegan, Vegetarier sein, etc. pp. Nur eben, um irgendwie anders zu sein. Das habe ich wahrscheinlich, ich habe es, glaube ich, auch schon mal thematisiert, aber boah, das ist so nervig und anstrengend einfach nur. Da ist wieder einer. Wo ist denn der? Ah. Wo ist denn der? Trifft er den? Nee, trifft er nicht. Dann muss ich den nehmen. Au. Kapeistert. Geht doch. Noch eine Schnauze oder so? Mal gucken. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Schwebt hier was? Nö. Nö, nö, nö. Ja, toll. Das hab ich auch schon gemerkt. Wenn du mir auch noch erzählst, wie ich da... Ah. Und es ist einfach anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Und dann gibt es da solche Leute, die halt echt immer versuchen, andere Leute zu belehren dabei. Was einfach nur nervig, schwierig und anstrengend ist. Ganz im Ernst. Also ich bin einer... Weißt du, leben und leben lassen. Hä? Das ist ein... Hä? 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 Leben und leben lassen. Wenn er Bock drauf hat, oder sie Bock drauf hat, oftmals ist es ja eine sie, dann lass sie oder lass ihn. Na? Aber geh mir damit nicht auf den Sack. Mit echt nicht. Wow. Echt nicht. Geh mir nicht auf den Sack damit mit deinem Scheiß. Diese Leute, die dann einfach nur andere belehren wollen und ihnen ihren Willen aufzwingen wollen. Wo wir auch schon wieder bei ISIS sind. Ah, nein. Sind wir nicht. Aber es ist halt echt Kotze. Es ist halt einfach nur Kotze. Und ich hasse sowas. Aua. Dein Ernst? Oh, wie gemein. Ich versuch's mal so mit dem Porten. So, sehr gut. War doch schön. Ich will nochmal da vorne hinhüpfen. Gibt das hier noch was? Ich meine, irgendwie, aus irgendeinem Grund muss man hier raufkommen können. Zur Sicherheit, um das zu überspringen? Oder, ach komm, jetzt bewegt sich das nicht mal mehr. Wie langweilig. Ich kann mir vorstellen, dass man von hier vielleicht den Blick auf irgendwas hat, was man sonst nicht so gut sieht. Nö. Nö. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also ich sehe nichts. Ihr habt wahrscheinlich irgendwas gesehen. Ich hätte mal auf meinem anderen Monitor gucken sollen. Naja. Aber ich habe nichts gesehen. So, okay. Geht weiter im Text. Da oben ist ein Zähnchen. Ist das ein Zähnchen? Nee, das ist eine Lampe. Ein Glühwürmchen. Oh.
Geh mal weg da. Da noch so ein Ding irgendwo? Warte mal, irgendwas war da gerade rot. Hier war doch gerade was rot, oder? Ey, du hast da was Rotes. Na, aus welchem Film? Du hast da was Rotes. Hier eben gerade. Hier war eben gerade irgendwas Rotes. Hm. Ihr habt das doch auch gesehen, oder nicht? So, komm, Kollege. Nee, irgendwie... Mann, jetzt sehe ich hier wieder nichts. Das ist doch doof, ist das doch. Das ist doch doof. Da gehe ich gleich hin. Und ich kann sowas nicht leiden. Ich meine, ich bin zum Beispiel auch Raucher. Ich mag rauchen ganz gerne. Ich habe auch meine Gründe dafür. Natürlich bin ich auch süchtig mittlerweile. Oder schon lange. Ich rauche länger als mein halbes Leben. Deswegen bin ich auch nur so ein Zwerg. Ich weiß auch um die Gefahren. Ich weiß auch um die Kosten. Und um dies und um jenes. Aber es ist meine Entscheidung. Ich mache es, weil ich es mag. Ich werde allerdings niemanden dazu bringen, irgendwie... Na, weiß nicht, meine Art verstehen zu wollen oder zu müssen. Gerade zu müssen. Wie gesagt, ich lebe mein Ding. Das ist okay so für mich. Und ich muss damit auch niemand anderen nerven. Es geht um mich und um niemand anderen sonst. Also ist das vollkommen okay. Da kannst du mal bitte weiter irgendwie. Das wäre nett. Voll so. Blöd. Oh, Alter, jetzt kriege ich hier gerade voll den Dudel. Ja. War angry. Und das war geraten. Und es hat geklappt. Dein Ernst. Sehr witzig. Ja, das ist ungünstig. Das ist ja... Der blockiert hier total. Der blockiert total. Jetzt geht's doch. Das war gemein. Also du hast deinen Auftrag nicht erfüllt. Du hast verkackt, Hatter. Verkackt. Zieh mal die Kette. Zieh die Kette! Irre! Okay, und nu? Jetzt gibt's Nudeln, oder? Jo, kapeistert. Kaputt gemacht! Flaschen. Wie viele Flaschen haben wir jetzt eigentlich? Warte mal, zählt die schon? Jetzt müsste sie zählen. 9 von 19, 4 von 11, da oben ein Radularraum, 8 Flaschen von 18. Achso, Erinnerung, ja, ja. Mann, Mann, Mann. Ah, sieht cool aus. So, okay, das heißt, jetzt wird es wieder zurückgehen gleich. Oh Gott, ich sehe es nicht. Ich würde behaupten, dass das knapp war. So, hier soll ich hin. Zum Viech. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö. Nö, 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 nö. So, weiter. Ah, warte. Glühwürmchenlampe. Oder Lampe. Was ist das denn? Samurai-Tintenwespe? What the fuck? Ja! Okay. Moment, erstmal will ich... Ich sehe es nicht. Ich sehe es mal wieder halt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Nice. Schön.
Ah, das ist unschön. Dann bitte einmal targeten und los. Ach, da ist noch so ein Viech. Nice. Schön, also dafür ist die T-Kanone echt super. Super. Geh doch, nochmal ein bisschen Action hier gehabt, oder? Nice. Komische Geräusche. Meditative Entspannungsklänge. Kam ich von hier? Nee, von hier kam ich nicht, oder? Vielleicht kam ich von hier. Ich gucke hier andauernd unter den Rock, es tut mir leid. Ein bisschen nur. Oh Mann. Oh Mann, immer weiß ich echt nicht, was ich für ein Stumpfsinn rede. Aber ich freue mich. Ich freue mich dabei. Wisst ihr? Doof, aber glücklich. Doof, aber glücklich manchmal. So kennen wir mich. So kenne ich mich auch. Okay. Ich glaube, wir haben hier nicht weiter was. Und an dieser Szene, bevor wir jetzt weiterhüpfen, ist mal wieder eine Folge vorbei. Ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche. Vielleicht hattet ihr den auch schon. Ihr guckt das Ding abends. Dann wünsche ich euch, dass ihr einen tollen Tag hattet. Vielleicht nicht ganz so nervig oder was. Ich habe immer einen sehr schönen Montag eigentlich. Oh, Mann, Mann, Mann. So ein Urlaubstag ist nervig. Ah, schön. Aber ich nehme nicht extra Urlaub für aufnehmen. Keine Sorge. So. Obwohl für euch, ach komm, oder für dich gerade. Gerade für dich, natürlich. Okay, liebe Leute. Winke, winke, ciao und tschüss.